Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk erhalten und zwar von der lieben Suna. Die kenne ich als msusu auf Instagram und die hat mir zum Beispiel damals auch ShopDog empfohlen. Also, wenn ihr Bock drauf habt zu sehen, was in ihrem Geschenkpaket mit drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Suna gibt mir immer so viele unfassbar wertvolle Tipps, wenn gerade irgendwelche Aktionen bei Douglas sind oder irgendwo irgendwelche coole Sachen zu bekommen sind, dann schreibt sie mir das immer. Und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich trotz des Ganzen und nochmal on top, sage ich mal, zu dem Ganzen, was sie mir eigentlich schon geschenkt hat, jetzt ein Paket bekommen habe. Suna. Und es ist auch noch so groß. Ich bin echt gespannt. Ja. Ich musste jetzt erstmal das Thumbnail machen, denn Leute, guckt euch das mal an. Ist das nicht großartig? Da sind Mini-Luftballons drin. Das ist ungefähr das geilste Dämmmaterial, was ich je in einem Tauschpaket gesehen habe. Danke, liebe Suna. Das ist cool. Das gefällt mir. Und das sind ganz viele kleine Luftballons. Mega. So, als erstes war hier ein Kärtchen mit. Sammy, das ist mein Geburtstagsgeschenk, nicht deins. Als erstes war hier ein Kärtchen mit drin. Liebe Grüße, @msusu. Suna, ich werde dich auf jeden Fall unten verlinken. Also unten in der Infobox steht ihr Instagram-Kanal, dann klickt mal drauf und schaut vorbei. Und ja, hier hinten steht dann natürlich was richtig Süßes drauf. Hallo meine liebe Claudi. Ich hoffe, dir geht es gut. Nochmals Happy Birthday zum 30. Geburtstag. Wünsche dir alles Gute im Leben. Dankeschön. Dein Geburtstagsgeschenk befindet sich ganz unten. Der Rest kommt von Herzen, weil du immer so lieb bist, weil du immer jeden Freude bereitest, weil du einfach ehrlich und offen bist und nicht auf deinem Kanal wie manche YouTuber Schauspielern tust und deswegen habe ich dich sehr lieb. Fühl dich gedrückt. Jetzt lehne ich mich zurück und genieße die Show. Danke, Suna. Und das ist echt süß. Ja, das sind wirklich ganz liebe, nette Worte. Dankeschön. Okay, erstmal was zum Naschen von I Heart Milka. Die Pralines mit Haselnusscreme. Oh, das sind die besten, oder? Die sind so lecker. No. Sammy liegt hier gerade und guckt sich das alles an, ne? Der kleine Mann möchte Aufmerksamkeit haben. Okay, dann hat sie hier ganz viele süße Päckchen drin. Und überall sind Zettel dran. Mich kannst du überall mitnehmen. Suna, wann hast du Geburtstag? Schreib mir das bitte mal. Ach nein, wie geil ist das denn? Das ist eine Trinkflasche von Eurapon. Wie cool. Das kannst du schieben und dann hast du da den Austrinker. Mega cool. Eine richtig coole Kaffeetasse. Die kann ich auch schön mit auf der Arbeit nehmen, damit mein Kaffee nämlich nicht kalt. Ich habe immer kalten Kaffee auf der Arbeit. Richtig toll. Ja, danke schön. Oh. Da stand drauf, öffne mich zuerst. Mist, das habe ich nicht gesehen. Weil du 30 Jahre alt geworden bist, musst du mich jetzt tragen. Oh nein, öffne mich bitte langsam, sonst machst du mich noch kaputt. Öffne mich zuerst. Okay, wir ignorieren kurz, dass ich eben schon die Trinkflasche aufgemacht habe. Was hast du mir da nur reingepackt? Das ist ganz, ganz leicht. Okay, ganz vorsichtig öffnen. Ach, guck mal. Das passt doch heute auch perfekt zum Outfit, ne? Richtig geil. Und da ist eine Rose mit bei. Dankeschön. Ich habe einen Blumenkranz. Blumis. Schön. Dankeschön, Suna. Das ist eine Rose. Die ist hübsch. Entspannung. Von Sidroga. Infusion Relaxante. Entspannungstee. Wenn man es richtig rumdreht, dann sieht man auch, was es auf Deutsch heißt. Ne? Köstliche Teemischung aus feinsten Kräutern und Gewürzen. Mit Honigbusch, Orangenblättern, Orangenschalen, Melissenblättern, Zitronenverbene, Süßholzwurzel, Orangenblüten, Zimtrinde, Ingwer, Sternanis, Kardamom und schwarzem Pfeffer. Ein Wellness-Tee. Riecht dezent, aber man riecht auch ein bisschen den Honig durch. Oh, lecker. Dankeschön, das ist cool. Ein Wellness-Tee. Sammy, machen wir uns mal einen Wellness-Abend. Ja, dazu passend wäre dann auch diese geile Sailor Moon-Maske. Okay, cool. Energie. Basica-Basenpulver. Das haben meine Eltern damals immer zu sich genommen, um den Säuren- und Basenhaushalt des Körpers zu regulieren. Richtig cool. Vitalpur-Basenpulver. Säureabbau, fühlbare Energie. Mhm.
Das macht man sich einfach in Wasser oder Saft und dann, ist der Säure-Basen-Haushalt des Körpers besser ausgeglichen. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so verkehrt. Cool. Und das sind dann wahrscheinlich einzelne, das sind so einzelne Tütchen. Und da muss ich mal gucken, wie viel man davon nehmen darf. Cool, dankeschön. Das kommt doch mit auf die Arbeit und dann kann ich mich basisch gut ernähren. Als nächstes habe ich hier ein Tütchen. Da ist ein Schlüssel, eine Tasche und ein Pinsel abgedruckt. Schauen wir mal rein. Und das ist pink. Pink ist schon mal sehr positiv, wie man sieht. Oh, ja, wie geil. Das ist ein Mini-Pinsel von Real Techniques. Dankeschön. Sehr schön. Ich liebe die Pinsel von Real Techniques, ne? Die sind so schön, so weich und die sind einfach mega gut. Einfach empfehlenswert. Mein Blush-Pinsel, den ich habe, den habe ich mittlerweile schon so hart verwendet und so oft gewaschen, dass er sich mittlerweile so ein bisschen in Wohlgefallen auflöst. Aber sehr gut. Eine Avocado-Minzmaske mit Avocado, Quark, Honig, Limettensaft und frischer Minze. Sehr cool. Und dann kannst du den Pinsel auch zum Maskenauftragen nehmen. Ach, das wäre ja auch mal eine Idee, ne? Du bringst mich hier auf Ideen, Suna. Wir werden sehr oft benutzt, am meisten abends. Du bist ja geil. Kannst du mir erstmal ein paar Masken reingepackt. Ja, sie weiß, dass ich oft und viel und gerne Masken benutze. Eine Erdbeer-Peeling-Maske von Schäbens. Die soll ja richtig gut sein, habe ich gehört. Ich habe die, glaube ich, auch schon da. Eine Feuchtigkeitsmaske mit Soforteffekt. Erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera, Thermalwasser und Urea. Auch von Schäbens. Eine Totes-Meer-Maske. Das ist quasi die klassische, würde ich mal so sagen. Die werde ich mir vielleicht heute mal drauf machen. Gegen Pickel und Mitesser. Denn heute habe ich mal wieder so einen Streuselkuchen im Gesicht. Und von Bio Vegan Skin Food. Die hatte ich auch letztens mal auf Instagram, glaube ich, gepostet. Die hat mir echt gut gefallen. Mit Bio-Grüntee, eine Tuchmaske. Die ist auch total super. Die kühlt auch so angenehm, ne? Das jetzt bei diesen Temperaturen, denn es ist so kurz vor 30 Grad. Ja, sehr gute gesagte Geschichte. Dankeschön. Uns kannst du testen. Oha. Suna, du meinst es gut mit mir und meinem Probenprojekt. Ich merke das schon. Da hat sie mir allerlei Proben reingelegt. Wow. Und die werden tatsächlich direkt in meinen Probenkasten wandern und innerhalb meines Probenprojekts mit euch zusammen getestet. Ich freue mich drauf. Ich finde es immer schön, wenn man so kleine Sachen auch mal durchtesten kann, ne? Super. Wir sind drei Beauties. Du warst mal sehr traurig, wo ich am Ende war. Jetzt bin ich wieder da. Ich fange mit C an. Es ist garantiert etwas von Clinique da drin. Oh, du Verrückte. Ein Geschenkset von Clinique. Ja. Da haben wir drin Take the Day Off, den Clinique Make-up Remover, den ich auch richtig gut finde. Dann haben wir hier drin die Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus. Das ist eine schöne Feuchtigkeitsemulsion fürs Gesicht. Und hier haben wir das Produkt drin, was ich über alles liebe. Die Clinique All About Eyes Augencreme. Suna, danke schön. Richtig geil. Das ist, ihr Lieben, die beste Augencreme ever, 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 ever. Wirklich. Die funktioniert so unheimlich gut bei mir. Dankeschön. Ich bin echt so reich an netten Menschen, die um mich drum zu sind. Das ist echt Wahnsinn. Leute. Meine Marke fängt mit U an, zweites Wort D. Du hast mir was von Urban Decay hier reingelegt. Nein. Es ist der Urban Decay All Nighter, das Long Lasting Make-up Setting Spray. Boah, so nah. Ey. Mann. Es ist ja ein Setting Spray, was alle so sehr lieben, ne? Und jetzt habe ich hier mal so eine kleine Größe davon und kann das auch mal ausprobieren und schau mal, wie gut das wirklich ist. Oh, danke. Mega geil. Sammy, du machst dir keine Vorstellung. Null. Nada niente. Ich bin sehr beliebt. Ich fange mit L an. L'Oreal, Lavera, Lancôme. Re-Energie Multilift. Refining Lifting Cream für Gesicht und Hals. Wow. Mega cool. Dankeschön. Du hast hier Sachen reingemacht, meine Liebe.
Da zieht mir die Schuhe aus. Aber ich laufe gerade barfuß, also von daher kann es mir die Schuhe gerade nicht ausziehen. Ich gehöre zu den drei Beauties. Für mich hatten sie keinen Platz mehr. Das ist bestimmt auch irgendwas von Clinique. Das ist auch irgendeine Tube. Oh ja, von Clinique die Liquid Facial Soap in Mild. Das ist auch total super, weil es einfach sehr sanft zur Haut ist. Gut für sensitive Haut und oh, richtig cool. Dankeschön. Oh, die ist so sanft und mild und reizt die Haut nicht und ist wirklich toll. Klasse, dankeschön. Es ist immer noch so viel hier drin. Ich bin hochwertig und mich kannst du nach dem Duschen oder Baden benutzen. Oh ja, das hatte ich auch schon mal. Oder? Nee, das hatte ich von einer anderen Duftrichtung. Richtig cool. Von Roger & Gallet. Das ist eine revitalisierende und feuchtigkeitsspendende Bodylotion. Mega geil. Welche Duftrichtung ist das? Das muss ich mal eben kurz gucken. Mit Aprikosenöl und Aloe Vera. Oh, das... Hallo. Das wird schön Feuchtigkeit spenden sein. Vielen, vielen Dank. Body. Wie Body? Ist das ein Body Spray? Oh, das hatte ich auch schon mal. Das ist toll. Das ist von Betty Barclay, das Moisturizing Body Mousse. Und das ist wirklich schön Feuchtigkeit spendend und das riecht auch unheimlich toll. Da freue ich mich drauf. Das hat auch so einen geilen 2D2 Spender. Oh, das riecht richtig schön pudrig und sanft. Dankeschön. Mensch, 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 Mensch. Ich kann dich irren, steht hier drauf. Wieso? Moon in Leo, eine Sternzeichenkette aus der My Little Box. Ach so, okay, ich habe es verstanden, da ist was anderes drin. Okay, cool. Oh, schön. Das ist ein Lippenstift von Max Factor. Der sieht ja mal geil aus, oder? Richtig schön, dieses Rot. Das ist so ein richtig geiles, feuriges Rot. Das ist matt in der Farbe 35 Love. Huch. Oh, so sieht der aus. Und oh, ich mache mir auf die Lippen. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen hart aussehen wird. Okay, ohne Lip Liner ist es ganz schön schwer, aber die Farbe ist ja mal ultra, oder? Krass. Beißt sich jetzt minimal mit meinem Outfit, aber ich finde sie richtig schön. Sieht toll aus. Dankeschön. Ich glaube, ich hatte noch nie von Max Factor einen Lippenstift. Danke. Geil. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Was bin ich? Mich kannst du auch auf die Arbeit mitnehmen. Eine Handcreme? Ja. Es ist eine Handcreme von Mercy Handy. Love and Hand Cream. In der Geruchsrichtung New Wave. Guck mal. Das riechen wir mal. Ist noch verschlossen, aber riecht schön hier durch. Muss ich mal testen. Ich bin echt gespannt. Das ist cool. Dankeschön. Verwöhnung. Was verwöhnt mich denn da? Gucken wir mal. Ah, das wird wohl weiter wandern, denn es ist sowohl zum Baden, also eine Badeessenz, als auch mit Kokos. Das ist von Duschdass, eine verwöhnende Kokosnuss mit natürlichen Ölen. Und ja, das wird weiter wandern, denn ich mag keinen Kokosnuss und ich habe leider keine Badewanne. Aber ich rieche mal. Ja, das riecht nach Kokosnuss, aber wird weiter wandern. Trotzdem vielen, vielen Dank. Mich kennst du bestimmt, steht hier drauf. Kann ich so jetzt nicht fühlen, was es ist. Nö, die kenne ich noch gar nicht. Wie cool. Von Revlon. Volume and Length Magnified. Und das ist wohl eine Mascara. Die ist ja cool. Ist noch original verpackt. Die lasse ich jetzt auch erstmal zu. Nö, die kenne ich noch gar nicht. Geil. Probiere ich mal aus. Ja, ich kann fast ein Full Face mit deinen Sachen schminken. Das ist ja Wahnsinn. Dankeschön. Von Revlon, Sammy. Das ist von Revlon. Von Revlon ist das. Kleiner Stinker. Dann habe ich hier noch ein Päckchen, was sich in einem schönen Säckchen befindet. Und hier steht was drauf. Hey, good looking von My Little Box. Oh, da sind verschiedene Sachen drin. Einmal von Isana, der Deo Roll-On Soft Blossom. Finde ich gut. Ein sanftiger, blumiger Duft. Deo Roller benutze ich gerne so nach der Dusche. Und der riecht wirklich gut. Hm. Wird auf jeden Fall getestet. Ohne Aluminium. Genau. Sowas ist immer super nach dem Duschen. Von Tetisep. Verwöhnende Auszeit. Orchideenblüte und Ylang Ylang. Ja, auch das ist ein Cremeschaumbad. Ja, das als Duschcreme, Duschgel wäre astrein. Aber das ist leider fürs, ja,
Oder für die Badewanne. Und nochmal. Vielleicht mache ich mir damit auch einfach mal ein Fußbad. Ich glaube, das kann ich auch machen. Dann eine Deo-Creme. A Perfect Matcher. So sieht die aus. Mega cool, eine Deo-Creme. Ich habe aktuell von I+M die Deo-Creme. Danach werde ich die von Badefee verwenden. Und dann von Ben & Anna diesen Deo-Stick. Mal gucken. Und dann habe ich hier von Biomarine Cell Support Restructuring Oil von Ocean Well. Okay. Da musst du mir mal sagen, wofür das ist. Ob das fürs Gesicht ist, für den Körper oder wofür das dann genommen werden darf. Ich denke für den Körper, denn das hier sind Körperprodukte. Ein restrukturierendes Öl. Dankeschön. Sammy, muss Frauchen restrukturiert werden? Ich glaube, Frauchen muss das mal, ne? Mit ihren 30 Tacken wird es mal Zeit für eine Restrukturierung. Meine Marke gibt es hier viermal. Okay. Meine Marke gibt es hier viermal. Von Clinique eine Kosmetiktasche. Wie cool. Sie ist pink. Sie ist pink, Sammy. Wie der mich anguckt. Das Muster darauf ist auch irgendwie echt witzig, ne? Die Kamera hat gerade echt Probleme, das zu fokussieren, aber sie kriegt es gerade so hin. Mega. Dankeschön. Die ist echt cool. Also sowas packe ich auch gerne immer in meine Tasche, weil ich möchte immer alles, was in meiner Tasche ist, so einigermaßen organisiert haben, dass wenn ich irgendwas Bestimmtes brauche, dass ich jetzt nicht 1000 Jahre wühlen muss, sondern die entsprechende Tasche dafür rausnehme und dann nur in dieser einen Tasche nachgucken muss. Ja. Ich habe da ein etwas merkwürdiges Ordnungssystem, was halt einfach sehr... Es ist einfach mein Ordnungssystem. Mega. Die kommt in meine Handtasche. Kommen wir nun zu dem, wo drauf steht, ich bin dein Geburtstagsgeschenk. Öffne mich. Reicht das nicht, was da schon steht? Ich finde, das reicht schon. Ich mach's mal auf. Also das ist halt so eine schöne Box. Die ist oben mit so einem Schleifchen verpackt. Und ich bin ganz gespannt, was da jetzt noch kommt. Springt gleich ein kleines Männchen raus oder so. Klein Welpe. Oh, du Wahnsinnige. Als erstes ziehe ich hier so eine schöne selbstgebastelte Rose raus. Die kenne ich, wenn man selber Rosen macht für so Kränze, ne? Da macht man dann solche Rosen. Das ist voll schön. Das ist sau viel Arbeit. Das macht man mit Servietten und sie hat hier auch noch so Pärchen reingesteckt und dann bindet man das hinten nämlich mit Draht zusammen. Dann habe ich hier, okay, der kommt jetzt ein bisschen spät, den passenden Lip Liner zu dem Lippenstift, damit man den Lippenstift auch ordentlich auftragen kann. Und zwar ist das von Max Factor. Color Elixir Lip Liner in der Farbe 10 Red Rush. So sieht der aus und ja, der passt perfekt. Also, ne, das ist der Lip Liner zu dem Lippenstift. Wahnsinn. Von Sleek ein Face Contour Kit, Pressed Contouring Powder and Highlighter in One in der Farbe Medium. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Hier haben wir das kleine Kit. Wie nennt man das? Ja, ein Kit. Die kleine Palette. Öffnen wir die Palette. Ach, schön. Und da hast du einen schönen Bronzer und einen schönen Highlighter. Die swatchen wir doch mal. Mhm. Spiegel ist auch mit dabei. Oh, guckt euch das an. Der Highlighter gefällt mir richtig gut, ne? Der Bronzer ist ein bisschen dunkel, aber ich glaube, ich kriege das hin. Aber der Highlighter ist der Wahnsinn. Boah. Schön. Ah, guck mal, aber wenn man den Bronzer so ein bisschen ausblendet, dann wird das schon, ne? Kann ich sonst als Konturpuder auch verwenden, weil der halt auch ein bisschen gräulicher ist oder halt aschiger, ne? Mega geil. Oh, da freue ich mich drauf. Danke, Suna. Und das Letzte, was ich hier rausziehe, ist von Max Factor eine Lidschattenpalette. Uiuiui. Und das sind schöne, so warme Nude-Farben, ne? Meine Damen und Herren, ich glaube, ich kann euch wirklich mit den Produkten auch echt schön was schminken. Wahnsinnig cool. Dankeschön. Ach, Suna, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Danke, Suna. Das war echt ein cooles Paket. Ein richtig schönes, herzliches Geburtstagsgeschenk. Ich freue mich von Herzen. Wie gesagt, schreib mir bitte, wann du Geburtstag hast, denn ich möchte mich doch immer revanchieren können. Ne? Ja, ihr Lieben, was sage ich denn jetzt? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, einmal sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren. Ja,
Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.